Hallo Freunde der cremigen Süßspeisen mit Überraschungseffekt. Ich habe heute mal wieder zwei Kids World Eier, um es mal so auszudrücken. Kids World, wer es nicht kennt, das ist prinzipiell Pudding mit einer Überraschung. Man kann sagen, sowas ähnliches wie damals in den 90ern Captain Cook oder auch ein bisschen Frumpo, wer das noch kennt. Ja, ich sag's mal so, Kids World hat nicht schon einige Sachen ausprobiert, waren qualitativ jetzt eigentlich nie, dass ich sagen könnte, irgendwie grottenschlecht. Und naja, nachdem ich Kätzchen mag, dachte ich mir, ich probiere mal wieder welche aus. Die habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Es gab, glaube ich, drei unterschiedliche Verpackungsvarianten. Zwei davon habe ich mitgenommen. Die Serie heißt scheinbar 44 Cats. Oder 44 Cats, aber ich wollte eher 44 Cats, wenn hier Katzen auf Englisch steht. Ja, genau. Ohne jetzt großartig weiterzureden, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und packen das erste Ei aus. Im oberen Teil haben wir Spielzeug, das schauen wir uns gleich an. Den Pudding werde ich nicht öffnen, ich möchte nur kurz was dazu sagen. Pudding ist, ja, ich weiß nicht, kann man das ein bisschen durcherkennen? Also ist Vanille und Schoko und hier nochmal Schoko-Vanille, also quasi so in vier Teile unterteilt, gegenüberliegend Vanille und Schokolade. Genau. So. Und ich drehe das jetzt nicht um, weil man dann nämlich die Figur sehen würde oder den Inhalt. Aber es ist meistens auch ein Zettel dabei. Und den versuche ich jetzt erstmal rauszuholen. Okay, habe ich die Figur zwar schon mal rausgeholt, aber noch nicht angeschaut. Oh, okay, das ist ein kleines Zettelchen. Kleines Zettelchen und bescheidener Autofokus. Also es gibt insgesamt 8 Stück. Ich glaube, ich habe aber farblich trotzdem schon gesehen, wen wir haben. Nämlich die hier, glaube ich. Und ja, es ist diese Figur, diese Katze. Die Figur ist aus so, ja, eigentlich Gummi, kann man sagen. Aber sie ist ansonsten trotzdem qualitativ recht gut. Eins dieser Eier hat, oh Gott, was haben die gekostet? 79, 89 Cent, irgendwie sowas in der Art. Und ich muss sagen, also sie ist in den Hohl. Ich muss sagen, ja, qualitativ gefällt mir das Ganze auch irgendwie besser als Überraschungseier, also als die Ferrero-Eier. Ja, genau, das ist Figur Nummer 1. Welche Figur wir im zweiten Ei haben, ist mir prinzipiell egal. Ich hoffe einfach nur keine doppelte. Und es ist... Komm, wo ist die Öffnung? Es ist... Ah! Der schaut ja auch nett aus. Okay, der ist jetzt hier ein bisschen von der Farbe etwas daneben bedruckt. Das müsste etwas weiter rechts sein von uns aus gesehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich wirklich recht angetan. Ja, ja. Tja, meine lieben Leute, das war es tatsächlich schon wieder. Ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.